Ja, welche Unterstützung gibt es auch gerade hier aus Deutschland, wenn wirklich Menschen vom Glauben abfallen und auch abfallen möchten? Also erst einmal möchte ich, egal welcher Religion, einer Religion etwas sehr Positives zu ermessen, nämlich dass sie Halt und Strukturen gibt. Wenn Menschen an viele Dinge, an Änderungen nicht mehr glauben oder keine Stütze mehr haben, dann kann Religion sehr hilfreich sein und soll es auch sein. Und das gilt, obwohl ich selber christlichen Glaubens bin, möchte ich das für alle Religionen sehr gerne sagen. Was man tun und machen kann, ist, wenn jemand zu Tode verurteilt wird, wie es bei Herrn Pastor Nadarkhani der Fall war, ist, dass man versucht, einen internationalen Aufstand und eine internationale Demonstration zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Demonstration, die wir unter anderem in Hamburg oder in Berlin veranstaltet haben, dazu beigetragen haben, dass er freigelassen worden ist. Aber ich bin, glaube ich, 6 oder 7 Mal auf der Straße gewesen und zuletzt in Hamburg vor dem iranischen Generalkonsulat, und dort haben wir dann ja auch eine Resolution persönlich abgegeben. Wie oft passiert sowas, dass Sie sich auch intensiv und auch stark dafür einsetzen? Ich muss sagen, Gott sei Dank nicht allzu häufig, allerdings weiß ich auch, dass die religiöse Verfolgung auf der Welt leider gang und gäbe ist, und es ist immer so, dass Minderheiten in dem jeweiligen Land sehr stark nachgestellt wird, ihnen werden Repressalien zuteil und im schlimmsten Falle eben sogar auch die Todesstrafe. Ich weiß natürlich aus meiner Zeit als Obmann im Menschenrechtsausschuss, dass auf der ganzen Welt die Christen die am meisten verfolgteste Religion sind. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen insgesamt. Ich hoffe aber, dass wir in vielen Ländern ja zu einer guten und richtigen Auslegung zum Beispiel des Koran kommen. Müller-Senksen, vielen Dank, dass Sie zugeschaltet waren und vielleicht bis zum nächsten Mal wieder hier im Studio. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank und einen guten weiteren Sendeverlauf. Vielen Dank, Dankeschön. Schönen Abend noch. Ja, weiter an den Imam noch einmal bezüglich zu dem Pastor Nadarkhani, der im Iran zum Tode verurteilt wurde. Auch noch mal eine Frage an Sie. Sie als haben ja eben gesagt, dass es eigentlich damit gar nicht begründet werden kann, aber vielleicht noch einmal trotzdem noch mal die Frage: Wieso ist trotzdem so häufig dann auch passiert? Also ist das wirklich ein falsches Verständnis oder Wissen Sie, aus im welchem Grund Islam macht gibt man es das? 4 Rechtsschulen. Hanafi, Hanbali, Maliki und Schafi. 3 Rechtsschulen sind der Meinung, dass der Apostate müssen mit Tod bestraft werden. Das ist das Problem. Aber Sie haben keine Gründe, dass Sie von Koran irgendwie Ihre These begründen können. Nur Hazrat Imam Abu Hanifa ist der Meinung, dass für Apostate gibt es keine Strafe. Aber diese Rechtsschulen sind kein Vorbild für uns Muslime. Für uns ist Koran und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sunnat von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist auch, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor seinem Tod gesagt hat: Ich hinterlasse 2 Sachen für Muslime: Koran und mein Sunnah. Wenn Sie diese 2 Sachen folgen, dann werden Sie nicht zu Irre gehen. Aber leider, die Muslime folgen diese 2 Sachen nicht. Sie folgen die später kommenden Gelehrten, die auch Fehler gemacht haben. Wir sind der Meinung, wenn jemand etwas sagt, was nicht im Koran vorhanden ist, was gegen Koran ist, dann dürfen wir nicht, egal wie groß dieser Mensch, wie großer Gelehrter dieser Mensch ist. Wenn er gegen Koran was sagt, dann dürfen wir seine These nicht akzeptieren. Für uns ist Koran und die Sunna von Prophet. Von beiden sehen wir kein Beispiel, dass die Apostasienmethode bestraft werden. Ich würde gerne dazu was Ja, sehr fragen. gerne. Geht das? Und zwar, mir ist aufgefallen, also es gibt auch einige Moslems, die zum Buddhismus übergetreten sind, ne, konvertiert sind. Und da habe ich eben mitbekommen in Gesprächen, dass die unheimliche Angst haben, dass das irgendwie bekannt werden könnte, weil sie fürchten um ihre Familienangehörigen, die irgendwo im Iran oder so zum Beispiel leben, ne? Ja, das ist ja das, Und was ich Herr Bühler auch meine, sagte ja, vorhin, ne? also das scheint ja nicht nur der Apostat selber zu sein, sondern selbst wenn die Familie dann im Glauben bleibt, die haben doch eigentlich gar nichts damit zu tun. Das Wissen verstehe Sie, ich gar nicht diese den. Sache habe ich auch hier erlebt. Ich kenne es auch einige Muslims, die früher Christen waren, die sind Deutsche.
Und eine Frau, sie erzählte mir ihre Geschichte, dass sie von ihren Eltern verfolgt wurde, als sie Muslime wurde. Und noch einige Christen, einige Muslime, die früher Christen waren, sie haben auch mir ihre Geschichte gesagt, dass sie wurde nicht von ihren Verwandten so mit Blumen also akzeptiert. Sie wurden auch irgendwie hart mit harten Worten konfrontiert. Und sie wurden irgendwie auch gezwungen, du hast eine sehr falsche Entscheidung getroffen, was machst du? Das gibt es überall. Das ist gesellschaftliches Problem. Das hat mit der Religion nichts zu tun. Wenn man Religion folgt, wenn man seine Religion folgt, die Religion gibt diese Freiheit. Aber eins möchte ich auch hier sagen: Religionswechsel muss richtig überlegt sein. Das ist kein Spiel und Spaß. Dass man heute Christ ist, morgen Muslim und dann Jude und dann dies und das, dann verliert er sein Vertrauen. Dann hat er unter den Menschen wieder lächerliche Sachen gemacht. Man muss vorher richtig studieren, vergleichen und dann eine Entscheidung treffen. Dann ist das ist besser, anstatt dass er nur weltliche Interesse sieht und eine Religion akzeptiert. Und diese Menschen verlassen auch sofort die Religion. Und die machen Probleme auch selbst für die Religionen und für sie selbst auch. Ich würde Herrn Pinnow gerne nochmal ins Gespräch holen. Einfach nochmal, dass Sie vielleicht aus Ihrer Sicht einfach nochmal schildern oder sagen können, wie Sie dazu, auch was gerade auch der Imam gesagt hat, dass man den Glauben wechseln kann. Also Wie Sie das sehen. als religionsfreier Mensch oder als Atheist ist für mich das eine Selbstverständlichkeit, dass man eine Weltanschauung durchaus wechseln kann. Und es ist ein Irrsinn überhaupt aus meiner Sicht, dass es sowas gibt wie Strafen und dass man über solche Dinge diskutiert. Also und ich gebe Ihnen in gewisser Weise recht. Es gibt natürlich auch, ich sag mal, Ex-Christen, die Schwierigkeiten haben, wenn sie beispielsweise in Bayern in einer erzkatholischen Gemeinde aufwachsen, in der, was auch nicht, das gesamte Umfeld katholisch ist und sie treten aus dieser Gemeinde, dann haben sie durchaus mit Repressalien zu rechnen. Das ist aber so, wenn man wirklich zu der Überprüfung, nach der Überprüfung zu der Entscheidung gelangt, den Glauben abzulegen oder zu wechseln, dann muss das aus meiner Sicht natürlich eigentlich auch ohne Kommentar fast, man kann natürlich darüber sprechen und diskutieren, aber das muss durchaus akzeptiert werden. Fakt ist natürlich, dass in einer archaisch-patriarchalischen Gesellschaftsstruktur dieses nicht ganz so einfach ist. Also ich denke mal, das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Ich sag mal, wenn man in Wilhelmsburg oder in Kirchdorf eine Großfamilie sieht und da ist ein 20- oder 25-jähriger Mann, der sagt, ich trete aus, dann hat er innerhalb der Familie wirklich eine Ächtung zu erwarten. Eine Frage haben wir an Sie, Herr Pinnow, und zwar von einem Zuschauer. Es heißt hier, gibt es im Atheismus auch Apostasie? Also nicht, dass ich Also, wüsste. Wenn dass man man halt glaubt, vom dann glaubt man. Und Atheismus wenn man nicht glaubt, dann glaubt abfällt, man nicht. sozusagen. Nein. Also nein, sowas gibt es nicht. Gibt es Nein. nicht. Nein. Okay. Eine zweite Frage von dem gleichen Zuschauer ist, Okay. was ist der Unterschied zwischen Apostasie und Atheismus? Das gibt einen himmelweiten Unterschied. Die Apostasie beschreibt ja den Austritt aus einer Religionsgemeinschaft. Oder das kann ein Wechsel sein in eine Religionsgemeinschaft. Das kann auch der Wechsel zum Atheismus sein oder zum Nichtglauben. Also das eine bedingt eben eine vorreligiöse Glaubenseigenschaft und das andere ist eben völlig religionsfrei. Eine Frage haben wir auch an den Imam erhalten von einer Zuschauerin. Wenn ein Mensch sich von der Religion abwendet, darf man dann wieder zurückkommen in die Gemeinde? Jederzeit. Im Koran gibt es einen Vers, innerlesene Amanu summa kafaru, summa Amanu summa kafaru. Das heißt, man hat jederzeit diese Möglichkeit auszutreten und wieder reinzukommen. Wie gesagt, Islam hat diese alle Möglichkeiten schon erwähnt. Aber ich bleibe nochmal, ich erwähne nochmals meine Sache, dass man vorher richtig überlegt und nicht sofort seine Entscheidung trifft. Man soll vorher beten. Im Islam wird gesagt, dass man soll mindestens 40 Tage vor Gott beten, weil Gott leitet den Menschen den wahren Weg.
Und die menschliche, also wenn man philosophisch eine Religion studiert, kann sein, dass er falsche Entscheidungen trifft. Mhm. Aber wenn man vor Gott betet, es gibt zahlreiche Ereignisse, wo die Menschen in Träumen oder irgendwelche also überzeugende Sachen erlebt haben, dass sie klare Hinweise, klare Botschaften vom Himmel bekommen haben, dass was du, was diese Richtung ist, die richtige Richtung. Und so haben die Menschen eine Religion. Ahmadiyya, sage ich, Ahmadiyya Muslims. Mhm. Es gibt hunderttausende Afrikaner, besonders die in Wäldern leben. Sie haben, bevor unsere Missionare noch nicht da waren, sie haben in ihren Visionen, in ihren Träumen die Bilder von verheißenen Messias gesehen. Mhm. Und als unsere Missionare die Bilder von Messias gezeigt haben, sie haben gesagt, das haben wir schon erlebt. Also diese Sachen, sage ich, dass wenn man vor Gott betet, dann gehen sie nicht zur Erde. Mhm. Eine weitere Frage an Sie, und dann kommen wir gleich zu Ihnen, Frau Roloff. Und zwar verkürzt, weil es ja wirklich sehr lang ist hier. Es geht nochmal um die, die sich vom Glauben abwenden. Schaden Sie nicht der Religion, also wenn Sie sich abkehren? Nein, ich schade sie selbst. Die Religion kann man nicht schaden. Mhm. Weil wenn wir sagen, eine Religion von Gott gegründet ist, dann die Religion wird von Gott aufgepasst und Gott ist der Aufpasser dieser Religion. Und das ist Gott nimmt in Schutz diese Religion. Mhm. Die Menschen können diese Religion niemals schaden. Und Gott leitet die Herzen der Menschen zu dieser Religion. Wenn einer im Koran gibt es auch eine Stelle, wo Gott sagt, ihr sollt nicht fürchten, wenn jemand Islam verlässt. Mhm. Weil danach kommen mehrere Menschen zu euch mhm. als Belohnung. Okay. Ja. Roloff, Sie hatten eine Frage. Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf die gesellschaftlichen Zwänge zurückkommen, die Sie am Anfang erwähnt haben. Ne? Weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ging es ja darum, dass man eben auch, wenn man in einer religiösen Gemeinschaft oder in einer Gesellschaft lebt, wo Religion große Werte hat und man sagt, nein, ich habe keine Religion, dass man dann auch gesellschaftlichen Zwängen ausgesetzt ist. Habe ich das richtig verstanden, dass das Ihre These war? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, die Fragestellung. Ich habe das, also ich habe Sie so verstanden, dass Sie sagen, wenn man jetzt zum Beispiel bekennender Atheist wäre, mhm. dass man dann eben auch gesellschaftlichen Zwängen unter Umständen ausgesetzt ist. So haben Sie das nicht gemeint. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Nein, ich denke schon, wenn man sich innerhalb eines Kulturkreises bewegt und dann aus diesem Kulturkreis bzw. aus diesem religiösen Aspekt des Kulturkreises austreten möchte, dann hat man Schwierigkeiten. Das ist das, was ich meine. Also mich wird kein Atheist oder kein religionsfreier Mensch anklagen, wenn ich sage, ich werde Christ. Der wird mir vielleicht fragen, wie ich dazu komme und wie meine Weltanschauung ist, aber ansonsten habe ich da nichts zu befürchten. Anders, denke ich, liegt es eben doch dran, wenn man in einem religiösen Kulturkreis aufwächst, dann hat man schon Schwierigkeiten, diese Meinung öffentlich kundzutun, weil man doch mit einer gesellschaftlichen Ächtung zu rechnen hat. Und wenn man konvertiert, oder? Konvertiert oder eben ganz abschwört. Naja. Der Zentralrat der Ex-Muslime hat ja damals sich gegründet, 2007, mit dem Slogan, wir haben abgeschworen. Und die Mina Ahadi, eine Iranerin, ist in quasi Abwesenheit zum Tode verurteilt durch ihre Thesen. Nichts anderes, wenn ich zum Beispiel den, der ist Ihnen sicherlich auch bekannt, der Sven, ehemalig Mohammed Kalisch, ein einer der ersten Islamgelehrten im deutschsprachigen Raum, der musste sich auch massiven Repressalien aussetzen lassen. Eine Frage an Herrn Khalifa. Meinen Sie nicht, dass das vielleicht auch etwas mit die Begründung jetzt mit der Scharia zu tun hat, dass viele sich darauf stützen? Ja, also, oder kann man das so nicht sagen? Es hat eigentlich mit einer Sache zu tun, nämlich ganz am Anfang des Islams, also als der Prophet in Medina war, und dann gab es also welche, die auch also tagsüber in den Islam reingetreten, aus bestimmten Hintergedanken. Das waren also Heuchler sozusagen, die auch versucht haben, den Islam zu spalten damals.
Und dann haben sie gesagt, okay, also wir machen das so, also tagsüber treten wir den Islam ein und dann abends sagen wir, das hat uns nicht gefallen und das ist keine Religion für uns. Es gab solche Ereignisse und die haben sozusagen also eine Art Fitna verursacht, also eine Art Spaltung verursacht, also oder verursachen wollten. Und daraufhin hat der Prophet, und jetzt also ist die wichtigste Aussage, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Aussage gemacht hat, dann hat er entweder als Prophet, als Eingabe von Gott, also sozusagen auch wiedergegeben hat, oder als Staatsmann, also weil er war zwei in einem. Und hat er hier als Staatsmann gesagt, also wer seine Religion abfällt, also von der Religion abfällt, den tötet ihr. Das war die Aussage und letztendlich diese Aussage wird immer noch heute neu interpretiert, also unter den verschiedenen Richtschulen, der Imam auch schon angesprochen hat. Und diese Aussage muss man also nicht von dem Konzept sozusagen ausreißen, das heißt, warum er das damals gesagt hat und in welchem Zusammenhang. Der Hadith heißt also, wer die Religion verlässt, den tötet. Das war die Aussage auf Arabisch, richtig. Und diese Aussage, wie gesagt, also muss man wirklich also nicht aus dem, isoliert aus dem Konzept sozusagen auch also sehen, sondern auch in dem Zusammenhang, auch was der Prophet selber auch also, getan und gesagt hat im Nachhinein. Weil kurz danach gab es auch solche also Leute, auch, die auch in den Islam reingetreten sind. Und da war ein Beduine, wir sagen also Badui, also das, also der hat also der Prophet auch gesagt, also ich möchte Muslim werden. Und kurz danach hat er dem Prophet gesagt, also ich möchte also den Islam verlassen. Der Prophet hat ihm also keine Antwort gegeben. Der ist zu ihm also mehrere Mal gegangen, um eine Antwort von ihm zu bekommen, ob er das darf oder nicht. Dann hat er von ihm keine Antwort bekommen, deswegen hat er sich zurückgezogen in der Wüste und der ist also zu seinem Stamm zurück. Und der Prophet hat also überhaupt die Sache nicht erwähnt im Nachhinein. Das heißt, er hat also im Prinzip auch zugelassen. Also, aber er wollte auch keine Aussage machen, damit es auch also im Nachhinein kein Dokument ist, der das man sagt, okay, der Prophet hätte das und das und so. Mhm. Ein weiteres Beispiel, den haben Sie auch schon genannt, Abdullah ibn Salul, also einer von der Munafiqin, also die Heuchler. Der war auch bekannt dafür, dass er auch den Islam sozusagen auch also, angenommen hat, aus bestimmten Gründen. Und der Prophet hat ihn also überhaupt nicht dafür getadelt, also geschweige davon, dass er auch also irgendwie etwas gegen ihn unternommen hat, sondern im Gegenteil, also sondern nach dem Tod von Abdullah ibn Salul hat der Prophet auf ihn ein Todesgebet auch verrichtet. Mhm. Das sind also Beispiele, wo wir auch sehen, dieser Hadith, also worauf sich also viele Rechtsschulen auch berufen, ist eigentlich aus seinem Zusammenhang also abgerissen und da wurde mehrmals interpretiert. Aber wichtig ist es wirklich für uns, dass, was auch Imam Munir auch gesagt hat, der Koran als Quelle. Und der Koran, also in keinerlei Verse steht, dass derjenige auch dafür auch bestraft werden muss, nach dem weltlichen Regel, also oder überhaupt, also, sondern seine Hisab, also seine Strafe oder seine Belohnung, also je nachdem, ist nur bei Gott oder in Gottes Hand. Ja, diesen Hadith möchte ich noch etwas dazu sagen. Man kann ein Hadith auch nur dann akzeptieren, wenn dieser Hadith übereinstimmt, was der Koran sagt. Mhm. Weil die Aussagen von Prophet Muhammad wurden auch später verfälscht und für eigene Interessen benutzt. Deshalb, und das ist auch eine ganz offene Sache, man badala dinahu din, lakum dinukum waliya din. Alle Religionen sind als Din bezeichnet im Koran. Nicht nur Islam, auch Christentum ist ein Din, Judentum ist ein Din. Wenn wir diese Hadith wortlich nehmen, dann heißt das auch, nicht nur der Islam verlässt, sondern auch der Christentum verlässt. Der muss wurde verstarrt werden. Dann wird keiner wird erlaubt sein, seine Religion zu wechseln. Deshalb, wir können nicht diesen Satz sagen, dass der Prophet Muhammad sowas gesagt hat, weil wir sagen, wenn der Prophet Muhammad spricht, dann spricht er unter der Offenbarung Allahs und er spricht mit Weisheit. Und nicht, dass die Menschen von seinem Satz irgendwie solche Bedeutung nehmen, was den Muslimen oder den Menschen schaden kann. Mhm.